Servus, Savadi Grab und Ai Gude, der Stefan hier. Heute mal aus einer Perspektive, die viele gar nicht kennen, obwohl es ein sehr beliebter Ort ist. Ich bin hier hinter der Treppe zum Aufgang vom Big Buddha. Aber heute will ich wieder Fragen beantworten, die mir im letzten Monat gestellt wurden, die von allgemeinem Interesse sind. Visum ist natürlich dabei, Thai-Sprache ist dabei. Vor allen Dingen habe ich heute mal den Test gemacht, 90-Tage-Meldung online. Wie es ausgegangen ist, sage ich euch gleich. Also, seid gespannt, es geht los. Womit fangen wir an? Mit was ganz Einfachem. Umzug bin ich gefragt worden. Kannst du mir mal die Telefonnummer geben von dem Umzugswagen? Kann ich euch geben. Mein Umzug steht an übrigens am 29.03., weil ich das auch öfters gefragt werde. 29.03. Umzug nach Pattaya. Freitag, Samstag, Sonntag, 29., 30., 31. ist mein Umzugstag. Kann also sein, dass da das Sonntagsvideo mal ausfällt. Den Umzugswagen bzw. die Telefonnummer. Ich war mal dort, wo dieser Wagen steht. Das ist an der Soi Bua Khao am 7-Eleven, wo es so eine kleine Straße Richtung Bua Khao 15 geht, da wo mein altes Kondominium war. Und da ist auch das Bild mit der Nummer. Thai-Kenntnisse sind von Vorteil. Und wenn wir schon beim Umzug sind, ich habe immer wieder das Thema Visum auf dem Programm. Immer wieder werde ich nach Visum gefragt. Moin Stefan, ich verfolge nun einige Zeit deine Berichte. Moped-Anmeldung, Krankenversicherung, Mädels, Einkommensteuer. Wie machst du das? Zahlst du die? Also Steuer zahle ich noch keiner. Und das Thema möchte ich auch gar nicht mehr behandeln. Da sind so viele Gerichte im Umlauf und jeder sagt, kann, muss aber noch nicht, weil es einfach noch keine konkrete Meldung gibt von den entsprechenden Behörden hier in Thailand. Renten sind da noch gar nicht ausgewiesen. Wie die das dann machen wollen, keiner weiß es. Und alles, was im Internet momentan kursiert, sind Gerüchte. Viele wollen natürlich auf den fahrenden Zug aufspringen mit Steuerberatung und Pipapo und wollen da auch noch ein bisschen Geld verdienen. Also Steuer momentan kein Thema. Aber gehen wir mal weiter zu dem Lutz. 40.000 Thai-Baht Rente und sollen nun 10% Steuern abführen. Wie gesagt, alles nur Gerüchte. Dazu kommt noch einmal die Visa-Verlängerung mit 12.000 Baht. Visa-Verlängerung, kann ich sagen, kostet 1.900 Baht. Du hattest mal berichtet, auch nur über eine kleine Rente zu verfügen. Nein, ich habe keine kleine Rente. Ich habe eine Standardrente. Die liegt so bei 1.700, 1.800 Euro im Monat. Das ist also keine kleine Rente. Diese 65.000 Thai Baht, die verlangt werden für das Jahresvisum, die kann ich locker vorweisen. Danke für die rasche Antwort. Mit Punkten kann ich nichts anfangen. Du kriegst auf jeder Renteninformation ist dein aktueller Punktestand ausgewiesen. Nach dem berechnet sich die Rente. Ein Punkt entspricht, ich möchte nicht lügen, so um die 40 Euro. Standardrente, wenn du nach 45 Jahren 45 Punkte voll hast, die liegen auch so bei 1600, 1700 Euro. Das heißt, wenn du einen Durchschnittsverdienst hast, dann hast du auch einen Punkt. Und für jeden Punkt, wenn er sich 45 Jahre addiert, bekommst du dann auch diese Standardrente. Durchschnittsrente sage ich deshalb nicht, weil der Durchschnitt viel geringer ist, weil es viele gibt, die weniger haben als diese 45 Punkte. Aber, und das ist auch das, was ich immer sage, das Märchen vom billigen Thailand ist vorbei, das gibt es nicht mehr. Thailand ist kein Land mehr, kein Einwanderungsland mehr für Rentner mit niedrigem Einkommen. Die Hürden sind hochgesetzt worden. Ich hatte es vorhin erwähnt, du brauchst 65.000 Thai Baht im Monat Rente. Das sind momentan, werden in Deutschland verlangt von der Immigration 1.600 Euro oder ein Bankguthaben von 20.000
Euro. Wenn du keins von beidem hast, hat sich das mit dem Visum zunächst mal auf dem einfachen Weg erledigt. Dass es da noch andere Möglichkeiten gibt, ist unbestritten. Da möchte ich jetzt aber gar nicht drüber reden. Nur löst euch von der Vorstellung, dass ihr mit einer niedrigen Rente gut in Thailand leben könnt. Ihr könnt hier mit 1000, 1200 Euro über die Runden kommen. Dann habt ihr aber kein großes Vergnügen mehr rundherum. Guckt euch da nach Alternativen um. Und das Zweite, was ich gefragt wurde zum Visum. Was ist an dem Gerücht dran? Wer einen Kurs zum Beispiel bei dieser Thai-Boxing-Schule besucht, bekommt ein 3-Monats-Visum. Also das Gerücht ist falsch. Es nennt sich Touristenvisum. Ich habe es nochmal aufgeschrieben. Touristenvisum Recreation kostet 35 Euro. Damit könnt ihr euch 60 Tage in Thailand aufhalten und das Ganze einmalig um 30 Tage auf der Immigration verlängern. Dann seid ihr auch mit 90 Tagen dabei. Ihr müsst aber keinen Kurs buchen. Ihr könnt auch ein ganz normales Touristenvisum für 60 Tage beantragen. Und dann um 30 Tage. So, mal die Perspektive gewechselt. So sieht es also in die andere Richtung aus, oben, wenn man es vielleicht erkennen kann. Ja, da ist er. Da ist er, der Big Buddha. Was ich oft gefragt wird jetzt in den letzten Tagen, Baustelle, Beachwood, Chomtien, wie sieht es da aus? Ist große Lärmbelästigung. Ich bin es die Tage noch mal abgefahren. Ich zeige euch direkt mal den Bericht. Man übt noch die Einbahnstraße. Tagsüber, wenn die Ordnungshüter da sind, ist soweit alles in Ordnung. Abends, wenn die Ordnungshüter weg sind, vermeidet man gern mal den Umweg und den Stau Richtung Second Road und einige fahren immer noch entgegen der Einbahnstraße auf der Beach Road. Vor allen Dingen die Songtao-Fahrer, die wissen, wo sie ihre Kunden aufsammeln müssen. So, und dann habe ich noch eine Rückmeldung bekommen über das Video für meinen Thai-Unterricht oder meine Erfahrungen, diese Sprache zu lernen. Er hat geschrieben, er hat es bei Sprachen 24 probiert und hat es dann aufgegeben und ist zum Silco gewechselt und kommt jetzt besser zurecht. Und das ist auch das, was ich euch empfohlen habe. Macht erst den Silco, lernt die Sprache zu sprechen, auszusprechen, richtig zu betonen und vor allen Dingen zu lesen, weil mit der Lautschrift kommt ihr nicht weit. Und das hat hier der Kommentator auch richtig gemerkt, das G, Go, Gai, wird immer als K geschrieben. Deshalb stehen auch viele oder fast alle Inseln in Thailand mit Ko oder K-O-H drin. Das ist vollkommen verkehrt. Die Insel heißt nicht Ko Samui, sondern Go Samui. Wenn ihr Sprachenlernen 24 dann probiert, dann habt ihr einen guten Vokabeltrainer. Dann bekommt ihr auch so ein paar Standardsätze und dann könnt ihr euch noch viele, viele, viele Informationen aus dem Internet raussuchen. 101 Thai zum Beispiel oder Banana Thai. Wenn ihr einfach Thai-Kurse oder Thai-Sprache eingebt, kommt ihr da schon weiter. Nachteil dieser Kurse ist natürlich, ihr braucht Englischkenntnisse, weil die Kurse alle in Englisch gesprochen werden. Die 90-Tage-Meldung steht an. Wollte ich heute eigentlich online machen, aber das Mantra, das ich mir eröffnet hat, ließ mich dann doch schon etwas stutzig werden. Und dann kommt zunächst mal die Registrierung und dann wird man weitergeleitet auf eine Seite,
wo man sich für den Polizeidienst bewerben kann. Und an diesem Punkt bin ich ausgestiegen. Die Immigration ist nur 5 Minuten zu Fuß von mir entfernt. Von daher war es für mich einfacher, das Ganze auf der Immigration zu machen. 1 Stunde Wartezeit und ich war wieder frei. So, und damit sind wir auch schon durch für heute. Bis zum nächsten Mal. Tut Gutes, habt Spaß und genießt euer Leben. Tschüss, euer Stefan.